In der heutigen Zeit ist es unerlässlich, wichtige Daten auf unseren Computern zu sichern. Ob es Arbeitsdokumente, Familienfotos oder andere wichtige Dateien sind. Es ist wichtig, dass wir sie im Falle eines Systemabsturzes oder eines Festplattenfehlers sicher aufbewahren. Hier kommt eine Backup-Software ins Spiel. Eine Backup-Software ist ein spezielles Programm, das dazu verwendet wird, Daten von einem Computer auf ein externes Speichermedium zu sichern. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Backup-Software nicht dafür gedacht ist, Daten zwischen mehreren Geräten zu synchronisieren, sondern vielmehr dafür, Daten sicher zu archivieren und im Falle eines Datenverlustes wiederherstellen zu können. A Shampoo Backup Pro möchte genau dieses Versprechen erfüllen. In der Version 17 gibt es eine neue Funktion, nämlich das Echtzeit-Backup. Und damit nähern wir uns einer Synchronisation an. Mehr dazu nach dem Intro. A Shampoo Backup Pro in der Version 17 verspricht, dass es mit der Echtzeit-Datensicherung ein neues Feature einführt. Dieses Feature soll dafür sorgen, dass ich, wenn ich Datenverlust habe, Minuten oder sogar Sekunden genau auf den Stand zurücksetzen kann, auf den ich auf dem gesunden Speichermedium vorher war. Das kann konkret bedeuten, dass ich eben Datenverlust habe. Wenn ich einmal am Tag, also alle 24 Stunden einmal sichere, kann ich im schlimmsten Fall Arbeit von 23 Stunden und 59 Minuten verlieren. Jetzt gibt es ja schlaue Cloud-Lösungen wie Google Drive zum Beispiel, die ohnehin eine Synchronisierung anbieten und im Prinzip auch nichts anderes machen, als die Dateien und Ordner auf Änderungen zu überwachen und eine Synchronisation starten, sobald eine erkannt wird. Das stellt halt sicher, dass man immer den aktuellen Stand der Daten auch in der Cloud hat, also gesichert hat. Dieses Feature möchte nun auch A Shampoo mit Backup Pro 17 bieten. Eigentlich hätte ich euch echt gerne gezeigt, wie das funktioniert. Ich muss jetzt aber auch sagen, dass ich den Test abgebrochen habe. Ich benutze einen Netzwerkdatenträger. Das kann jeder machen, der eine Fritzbox hat. Der kann über USB einfach eine Festplatte anschließen und mit A Shampoo Backup Pro kann man dann darauf sichern. Das hat den charmanten Vorteil, dass ich auf diese Festplatte dann auch mehrere Geräte im Netzwerk sichern kann. Zum Beispiel mein Smartphone, mein Laptop und meinen stationären PC. Nun habe ich gesagt, liebes A Shampoo Backup Pro, sichere mir doch mal bitte meine Festplatte C. Das waren ungefähr 50 GB, also zwischen 40 und 50 GB und A Shampoo verschlüsselt dann die Daten und kann die auch komprimieren, sodass die Zieldaten kleiner sind als die Quelldaten. Allerdings war das Sichern unfassbar langsam. Und zwar so langsam, dass ich diese Software jetzt im aktuellen Zustand niemandem in der Art empfehlen kann für die Echtzeitsicherung. Ich habe das gleiche auch ohne Echtzeitsicherung probiert und hatte genauso schlechte Ergebnisse. Die Zeit, bis die Daten gesichert werden, ist einfach unfassbar lange. Und sind wir ehrlich, 50 GB ist wahrscheinlich eher wenig. Ich für meinen Teil, da ich jetzt hier offensichtlich Videos produziere, habe mehrere Terabyte zu sichern. Und wir haben hier eine kommerzielle Lösung, also eine Software, die Geld kostet und an die, finde ich, kann ich schon einige Ansprüche stellen. Ich habe das gleiche auch mal mit VMAgent gemacht, die bieten nämlich eine ähnliche Funktion, das ist dann keine Synchronisierung, sondern ich kann zum Beispiel im Stundentakt eine Sicherung starten lassen, das heißt im schlimmsten Fall, wenn ich Datenverlust habe, geht mir nur die letzte Stunde an Arbeit verloren. Und ich kann das sogar noch feiner einstellen, aber wahrscheinlich macht das dann auch keinen Sinn mehr. Ja, wenn ich VM-Backup starte, dann habe ich auch die Verschlüsselung an und auch die Komprimierung an und das läuft einfach auf den gleichen Netzwerkspeicher deutlich schneller. Ich habe es mal im Video eingeblendet, man kann schon an der Datenübertragungsrate sehen, dass wir hier wirklich von einem so gewaltigen Unterschied sprechen, dass ich dazu, glaube ich, nichts mehr wirklich sagen muss. Ich danke euch fürs Zuschauen und natürlich hätte ich euch jetzt gerne aufgefordert, auf meinen Affiliate für A Shampoo zu klicken. Naja, aber ihr seht schon, VMAgent ist einfach kostenlos, A Shampoo kostet Geld und ist da einfach ungeeignet für diesen Zweck. Unterstützen könnt ihr mich natürlich trotzdem, zum Beispiel mit einem Abo oder einem Daumen nach oben.